Freunde. Dankeschön. Okay. Danke, liebe Talk-Freunde. Bevor ich meinen ersten Gast begrüße, möchte ich darauf hinweisen, dass ich heute völlig ohne Moderationskarten moderieren werde. Gut. Ja, mein Thema heute. Oder nee, fangen wir anders an. Begrüßen Sie mit mir meinen Gast zum Thema. Also, sehr spannend. Gewonnen. Kaiser, ich habe gewonnen, gib's zu. Okay, okay. Ich bitte gleich das Geld mit, ja? Danke. Bitte gleich das Geld. Gut. Liebe Talk-Freunde, mein Thema heute, TV Kaiser. Oh. Nein, mein Thema heute wird nicht nur die Frauen interessieren, sondern auch die Männer. Mein Mann geht fremd. Oder der kommt schon wieder. Begrüßen Sie mit mir den ersten Gast, Elke Steinhagen. Sie behaupten, Ihr Mann geht fremd. Ja, also nein. Ja, geht er jetzt fremd oder geht er nicht fremd? Nein, aber wissen Sie, manchmal habe ich so ein ganz ungutes Gefühl. Sprechen Sie es aus, Elke. Sprechen Sie es aus, es wird Ihnen gut tun. Ehrlich, woran ja. liegt's? Also mein Mann ist Handelsvertreter für Stützstrümpfe. Aha. Und da ist er natürlich auch oft unterwegs, nie zu Hause, ständig weg, ne? Genau. Und da liegen Sie dann abends allein im Bett und fragen sich, was wird mein Mann jetzt machen, stimmt's? Ja, nicht ganz. Zuerst frage ich immer, wie viel hat er heute wohl verkauft? Wissen Sie, wir haben nämlich eine ganze Menge Schulden, das Haus, das Auto, die Kinder. Gut, aber dann fragen Sie sich doch irgendwann, was macht er wohl allein in diesen fremden Betten, ne? Ja, schon, ziemlich oft, eigentlich immer. Aber wissen Sie, eigentlich weiß ich genau, dass er mir treu ist. Der ist eine ehrliche Haut, das hoffe ich zumindest. Aber manchmal habe ich einfach dieses untrügliche Gefühl, oh mein Gott, heute passiert's. Ein Teufelskreis. Ja, da haben Sie recht, Herr Kaiser. Ja. Wann denken Sie denn so schlimme Dinge? Ja, eigentlich ständig. Aber meistens eigentlich, wenn ich abends, nachts alleine im Bett liege, mich hin und her wälze und mich nach seinen zärtlichen Händen sehne. Ein Mann mit sehnigen Händen. Wie schön für Sie. Ja, die sind ja leider nie da, Herr Kaiser, leider. Sagen Sie mal, hat er Ihnen überhaupt schon mal Anlass zur Eifersucht gegeben? Nein, das ist es ja. Deswegen habe ich ja auch immer so ein schlechtes Gewissen dann. Aha. Es liegt also nur daran, dass er unterwegs ist? Ja, und vielleicht auch daran, dass, also immer wenn er wiederkommt, dann riecht er so ganz penetrant nach Frühlingswiese. Ach, das ist der Weichspüler von der Hotelbettwäsche. Ja, das stimmt. Das sage ich mir dann auch immer und dann habe ich sofort wieder dieses schlechte Gewissen. Elke, ich will Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, aber eine Frau, die ihren Mann verdächtigt, vollkommen grundlos verdächtigt, die kann sich auch schlecht fühlen. Ja, das stimmt, Herr Kaiser. Ich fühle mich richtig schlecht. Ist auch gut so. Was ist denn? Es ist so, also wenn er montags losfährt, ja. Dann ist er total schlecht gelaunt und genervt und gestresst. Und wenn er dann freitags wiederkommt, dann ist er total entspannt und locker. Elke, der freut sich auf das Wochenende mit Ihnen, mit den Kindern. Sie haben Kinder. Ja, natürlich. Zwei. Ja. 12 und 16. Zwei, 12 und 16, das sind drei. Also drei Kinder, ein Auto, ein Haus, Schulden. Das sieht nach einer perfekten Ehe aus. Ja, sicher. Ja, und da ist aber nur diese quälende Eifersucht, ja. Dieses Gefühl, was auch eine Ehe sprengen kann, ne? Ja, natürlich. Also, das stimmt. Also, das ist, manchmal weiß ich gar nicht, wie ich dem Gerd gegenübertreten soll. Das ist so ein ich kann es gar nicht beschreiben. Lassen Sie es raus. Was kann Ihnen vorgehen? Das ist so eine Unsicherheit, so ein nagendes Gefühl ganz tief in meiner Seele. Irgendwie so wie so ein Stachel im Fleisch. Aha, ein Teufelskreis. Was wäre, wenn dieses Gefühl sich irgendwann einmal bestätigen würde? Was würden Sie dann tun? Also Sie meinen jetzt, wenn mein Mann wirklich was mit jemand hätte? Ja. Also dann wäre ich wirklich. Das klingt vielversprechend, Elke. Wirklich, da freue ich mich schon. Jetzt pass
Fassen wir mal zusammen. Elke bezichtigt ihren Mann des Ehebruchs, aber sie hat keine Beweise. Und jetzt bin ich doch mal gespannt, was die Gegenseite dazu sagt. Wie? Ja. Ist mein Mann auch hier? Nein, aber die Geliebte ihres Mannes. Hier ist, voll Freunde, hier ist Bettina Hauser. Bettina, Sie sind die Geliebte von Gerd Steinhagen. Wie lange geht das schon so? Seit 2 Jahren, Herr Kaiser. Seit 2 Jahren? Das ist doch, also ja, echt, das ist ja wirklich, also... Lass es raus! Also, das ist unglaublich, ich fasse es nicht. Ja, Elke, glauben Sie mir, ich fühle mit Ihnen. Wir alle fühlen mit Ihnen. Millionen Fernsehzuschauer fühlen mit ihm. Und Sie sitzen da einfach so da und machen nichts. Kein Kratzen, Beißen, Schlagen. Damit stelle ich mir eigentlich mehr von erhofft. Ist doch wahr. Wir sind wirklich enttäuscht. Da sitzt die Frau, in die ihr Mann seit 2 Jahren seinen Dingens da steckt. Ja, nicht alles auf einmal, das ist schon klar. Aber so nach und nach, da muss noch mehr bei rauskommen. Haben Sie nicht irgendwas, was Sie Bettina jetzt sagen möchten? Ja. Was? Schlampe! Hausfrau. Ja. Flittchen, Schrumpelzecke. So gefällt mir das. Sackzeppel. Dass Sie sich überhaupt hierher trauen, also... Ja, Bettina, das muss ich jetzt auch sagen, das finde ich sehr, sehr mutig von Ihnen. Danke. Ich denke einfach, das ist vielleicht einfach mal der Ort, an dem ich Klarheit bekomme. Ja. Ich bin's nämlich total satt, immer nur die Zweite zu sein. Sie glauben doch nicht etwa, dass ich Ihnen heute meinen Gerd abtrete? Ja, doch, genau das. Und zwar hier und heute und auf der Stelle. Ja, darf ich auch noch mal was sagen? Nein. Nein. Pass mal auf, Mäuschen, du glaubst doch nicht im Ernst, dass mein Gerd mich, die Familie, das Haus, den Garten, die Kinder... Die Schulden, ne? Die Schulden für sowas für dich aufgibt, nur um ab und zu mal sein Dingens irgendwo wegzustecken, also... Öfter als nur ab und zu, Hausfrau. Herr Kaiser, mein Gott, was sollte Ihnen denn so eine Eintagspflege hier bieten können? Ja, die Frage gebe ich gleich weiter an Bettina. Bettina, was können Sie Gerd mehr bieten als Elke? Mehr als ein Haus mit Schulden, als ein Auto, was zu klein ist für die Kinder? Viel Geld. Oh, das sind die. Wie kommt's? Ja, mir gehört die Firma, in der Gerd arbeitet. Ich bin seine Chefin. Und jetzt erzählen Sie mal von Ihren Hypotheken, Mutter. Ja, schlechte Karten, Elke, ne? Bettina, wie kam das denn so? Ich meine, mit Gerd, wie fing das an? Ja, muss das jetzt sein, Herr Kaiser? Also... Ja, Elke, natürlich muss das sein. Ja, sicher. Das ist doch interessant. Ich meine, das passiert doch nicht alle Tage, dass sich eine Multimillionärin mit mehreren Mietshäusern, einer eigenen Yacht, ein Wasserbett, sich so einen hochverschuldeten, kleinen Angestellten angelt. Bettina, erzählen Sie ruhig. Ja, so, das erste Mal ist er mir im Aufzug aufgefallen. Wo sonst, ne? Hossa, dachte ich, der hat was. Sowas Männliches. Oh. Ganz anders als mein Kleiner. Oh, Moment, Sie hatten zu der Zeit eine Beziehung? Ja, klar, noch bis ungefähr vor einer Woche, bis ich mich dann endgültig für Gerd entschlossen habe. Mhm. Dachte ich mir doch, dass Sie so eine sind. Ja, weiter, Bettina, Sie sahen also Gerd im Aufzug und dann? Dann haben wir uns tief in die Augen geschaut, haben den Aufzug angehalten. Herr Kaiser, danke, das reicht jetzt. Mehr möchte ich eigentlich überhaupt nicht wissen. Danke, vielen Dank. Warum denn? Sie könnten ganz neue Seiten an Ihrem Gerd entdecken. Hallo, darf ich auch mal was sagen? Ja, hier darf jeder was sagen. Bitte, natürlich. Wie heißen Sie? Mein Name ist Rosalinde Hegemann. Wie kann man nur Rosalinde heißen? Also, bitte. Also ich finde, die Elke sollte ihren Mann verlassen.
Ach, warum? Na, also die Ehe, die hat doch überhaupt keine Basis. Also ich und mein Mann. Matthias, komm, steh doch mal auf. Also wir vertrauen uns gegenseitig total. Stimmt doch, Matthias, ne? Aha. Und ich finde, nur so kann eine eheliche Beziehung eine Basis haben. Das ist ein interessanter Standpunkt. Matthias, was sagen Sie denn dazu? Genau das Gleiche, Herr Kaiser. Na gut, dann ist ja alles klar. Okay. Rosalinde sagt, Sie sollen Gerd verlassen. Wie sehen Sie die Sache? Ich denke doch gar nicht daran. Nur weil er ab und zu im Aufzug mit dieser Demi Moore für Arme rumgemacht hat. Nein. Öfter als nur ab und zu, weil ich habe ihn nämlich in den Innendienst versetzt. Hm? Was? Der war überhaupt nicht unterwegs gewesen? Der war die ganze Woche über bei Ihnen gewesen? Also das ist doch ein geiler Bock. Ja, genau. Ja, Bettina möchte Gerd also jetzt auch am Wochenende. Und Elke möchte wahrscheinlich ihre Faust auf das ein oder andere Körperteil von Gerd niedersausen lassen. Ich dachte eigentlich eher an Treten, Herr Kaiser. An Treten, ja, umso besser. Möchten Sie auch diesen Mann kennenlernen? Der auf den Gefühlen einer Frau herumgetreten ist, als Erster. Möchten Sie das? Begrüßen Sie ihn mit dem Applaus, den er verdient. Hier ist Gerd Steinhagen. Gerd. Selber buh. Also ich bin Gerd und zwei Frauen sind mir einfach zu viel und ich will heute endlich reinen Tisch machen. Wird Gerd es schaffen, reinen Tisch zu machen, bevor Elke reinhaut? Wir werden es erleben. Sammeln Sie benutzte Unterwäsche von Claudia Schiffer oder von Till Schweiger oder lieber die von Mario Basler? Lustige Hobbys. Ein Thema demnächst bei TV Kaiser. Rufen Sie an 0221 956 4780. Die Kaiserlein. Freunde, da sind wir wieder. Gerd hat sich muss sich zwischen zwei Frauen entscheiden. Gerd, machen Sie rein Tisch, Knüppel aus dem Sack. Also ich habe seit 2 Jahren eine Geliebte, jetzt ist es raus. Gerd, es ist uns ein Anliegen, Ihnen, Ihrer Frau und auch Bettina zu helfen. Und wir werden uns diesem heiklen Thema mit dem nötigen Respekt nähern. Wer von den beiden vögelt besser? Herr Kaiser. Wissen Sie, darum geht es doch gar nicht mehr. Das würde mich jetzt aber auch interessieren. Das wollen Sie doch nicht wirklich wissen, oder? Also ich schon. Nein, Herr Kaiser, die beiden haben alle ihre Vorzüge. Aber es geht doch gar nicht um Sex hier. Liebe Talksfreunde, lassen Sie sich von diesem Mann nicht irritieren. Natürlich geht das um Sex. Also Bettina hat mir viel gegeben, aber Elke auch. Die eine viel Geld und Sex, die andere mentale Stärke, Kinder. Ein Zuhause. Schulden. Und jetzt können Sie sich nicht entscheiden. Doch, ich bin zu einem Entschluss gekommen. Ah. Und zwar, dass Geld und Sex nicht alles ist. Herr Kaiser, ich denke, das Wichtigste im Leben sollte sein, mentale Stärke, Kinder, ein Zuhause, Familie. Also kurz und gut, ich will hier und heute. Und Bettina, sei mir da jetzt bitte nicht böse, ja? Mit Bettina Schluss machen. Du bist entlassen! Aber, also, Bettina. Nein, also wir haben doch immer gesagt, dass wir Privatleben und Beruf nicht miteinander vermischen dürfen. Also da waren wir auch noch zusammen, ja? Du Arschgesicht! Moment, jetzt muss ich noch reingehen hier.
Da muss ich reingehen. Wenn Sie jetzt nur noch als Chefin sprechen, dann müssen Sie sagen, Sie Arschgesicht! Also jetzt werden Sie mal nicht beleidigend, Herr Kaiser. Ich wollte ihn doch nur glücklich machen. Wegen dir mache ich mit meinem Freund Schluss. Der war so schnuckelig. Elke, kannst du mir noch einmal verzeihen? Ist noch ein Platz in deinem Herzen für mich frei? Wird Elke Gerd verzeihen? Wie lange bekommt Geld Arbeitslosen Gerd? Wir werden es erleben. Mensch, Elke und Gerd. Du Trixi, in Gerds Haut möchte ich jetzt auch nicht stecken, ehrlich. Keine Sorge, Kaiser. Es wird nie zwei Frauen geben, die so doof sind, was mit dir anzufangen. Und das sagt eine Frau, die stundenlang in die Suppe guckt, nur damit die Fettaugen ihr zuzwinkern. Schönes Bild, Kaiser. Aber denk dran, das Einzige, was du abends aufreißt, ist eine Suppentüte. Hallo, Mommsen. Ah, Mommsen. Was hat er denn? Wahrscheinlich hat er gerade erfolgreich die Herrentoilette leer gesungen. Mommsen, was ist los, hm? Du willst singen, okay? Wenn dich das glücklich macht, sollst du singen, aber nur kurz. Ich will nicht singen. Du willst nicht singen? Er will nicht singen? Er will nicht singen. Es kann nicht singen. Ich hab Liebeskummer. Liebeskummer? Hey, das geht doch wieder vorbei, hm? Genau, Gott gibt immer neue. Hier. Du, ich könnte mir sogar vorstellen, dass da draußen was für dich abfällt. Übrigens draußen, ich muss wieder raus. Geht nur alle. Verlasst mich. Ihr seid ja nicht betrogen, verlassen worden. Hey, deine Freundin hat dich betrogen und verlassen erzählt. Ja, wir waren so glücklich. Ja. Ich habe für sie gesungen. Ah, aber dann kam diese andere. Was geht denn nun eigentlich tief drinnen in Ihnen vor? Ich fühle mich ausgenutzt und weggeworfen. Ah. Ich finde total gut, dass du mir zuhörst. Ja, und nun begrüßen Sie bitte meinen nächsten Gast. Übrigens zuhören. Fremdgehen, das ist genau dein Thema heute. Ich springe aus dem achten Stock. Nein, das ist erst nächste Woche dran. Ich springe aus dem achten Stock oder, ha, da oben wird eine Wohnung frei. Ich muss. Hallo. Hallo, liebe Tortfreunde. Mein Mann geht fremd oder der kommt schon wieder, ist mein Thema. Und Sie hätten gerade erleben können, wie sich Gerd live zwischen zwei Frauen entschieden hat. Wenn Sie rechtzeitig eingeschaltet hätten, ja, selber schuld. Gerd möchte zurück zu seiner Frau Elke. Aber, Elke, würden Sie ihn überhaupt bei sich aufnehmen? Wie sieht's aus? Sie denken doch nicht etwa, dass ich diesen arbeitslosen, verlogenen Wurm wieder im gemachten Nest aufnehme. Ich bin doch nicht bescheuert. Aber, Elke... Ja. Nix, Elke, es hat sich ausgeelkt. Oh, die Frau mit dem hässlichen Namen. Was möchten Sie sagen? Also ich finde die Entscheidung von der Elke total richtig. Das ist doch eine Riesenschweinerei, was der Mann da mit seiner Frau macht. Immer so hin und her. Ja, aber das machen doch viele. Ja, aber dadurch wird es doch auch nicht besser. Stimmt doch, Matthias, oder? Komm jetzt, steh doch mal auf. Ja. Also mein Mann und ich, wir sind jetzt seit 9 Jahren glücklich verheiratet. Und wir sind ineinander verliebt wie am ersten Tag. Also ich brauche keinen anderen Mann. Und mein Mann, der braucht auch keine andere Frau. Stimmt doch, Matthias? Ja, Gerd, was sagen Sie denn dazu? Er ist meiner Meinung. Ah ja, gut, dann danke ich Ihnen mal für das Gespräch, Matthias. Gerd! Ich weiß, ich habe da einen riesen Fehler gemacht, aber es tut mir ja auch leid. Ach, auf einmal tut's Ihnen leid. Was denn da genau? Na, die Sache mit Bettina tut mir leid, Elke. Es tut dir leid? Nach all den schönen Stunden tut es dir leid? Nein, doch nicht so. Jetzt hör mal, Bettina. Ich meine, ich mag dich ja auch ganz gern, aber das musst du doch verstehen. Verstehen? Ich habe dich geliebt. Ich wollte jeden Tag mit dir zusammen sein. Auch am Wochenende? Ja, natürlich auch am Wochenende. Deshalb bin ich ja überhaupt erst hier. Nein, nein, Bettina, das geht nicht. Eine Familie gehört zusammen. Ich meine, wir hatten eine schöne Zeit miteinander, aber das ist jetzt zu Ende. Ich bleibe bei Elke. Nur gib mir bitte meinen Job wieder. Oh, ich denke ja gar nicht dran. Genau richtig. Weißt du eigentlich, was passiert, wenn ich mich von dir scheiden lasse? Du bist pleite bis zur nächsten Eiszeit. Aber ich will doch keine Scheidung, ich will dich. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich dich noch will. Du hast ein bisschen übertrieben, mein Lieber. Mhm. 2 Jahre lang im Aufzug rumgevögelt und jetzt auch noch arbeitslos. Ja, meine Güte. Ich meine, was soll ich denn noch tun, ne? Außerdem haben wir nicht nur im Aufzug rumgevögelt. Bettina, ich brauch den Job. Ja, und ich hätte dich vielleicht gebraucht. Genau, bleiben Sie hart. Soll er doch sehen, wo er bleibt. Bettina, Elke,
Herr Kaiser, was ist denn jetzt los? Sie haben doch gesagt, das wäre eine tolle Idee, ja, wenn ich mich hier in Ihrer Show zu meiner Frau bekenne. Und jetzt stehe ich ganz ohne da. Ja, Gerd, so sind nun mal Talkshows. Glauben Sie mir. Gerd, ich würde Ihnen wirklich gerne helfen, aber ne, das läuft gerade so gut. Ja, aber jetzt, was soll ich denn noch tun? Ne? Soll ich hier vor euch auf die Knie fallen oder was? Ja! Ja? Na, das ist doch völlig entwürdigend, jetzt mal ehrlich. Ja, Herr Kaiser. Das ist entwürdigend. Für mich, für die Show, für die Talkgäste, die wirklich mehr sehen wollen als jemand, der nur auf den Knien steht. Sie müssen schon mal einen Handstand machen mit brennenden Vogelspinnen jonglieren und singen Sie noch ein Lied der Camel Family dabei. Also, Herr Kaiser, erstens heißt das Kelly Family, ja? Ja. Zweitens habe ich eine Kelly-Allergie und drittens mache ich hier nicht den Hampelmann für Sie. Ja, tun Sie doch mal was. Zwei Frauen gegen einen Mann, das ist doch unfair. Ja, Sie haben sich doch da selbst reingeritten. Dr. Walter, ist das wirklich unfair? Sagen Sie auch mal was. Nun, ja, das kann man nicht verallgemeinern. Aber grundsätzlich erscheint es natürlich auf den ersten Blick unfair. Doch die Geschichte zeigt, dass zwei gegen einen relativ selten als unfair bewertet wird. Denken wir nur an zwei wie Pech und Schwefel, zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle, zwei Missionare. Filme, die meiner Ansicht nach viel zu selten im deutschen Fernsehen wiederholt werden. Ja. Also, kurz gesagt, wir sollten Gerd zu Hilfe kommen. Gerd, nee, Elke. Doch, Gerd. Bettina. Liebe Talkfreunde, wir sind an einem Punkt angelangt, auf den ich mich schon seit langem freue. Nicht wahr, Dr. Walter? Ja. Für Sie. Gerd, wir haben eine Überraschung für Sie. Und auch für Sie, Elke. Denn wir haben ein bisschen recherchiert und wir sind da auf ein paar ganz interessante Sachen gestoßen. Liebe Talkfreunde, begrüßen Sie jetzt mit mir den Mann, mit dem Elke seit einem Jahr ein Verhältnis hat. Ja, 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 ja. Und jetzt begrüßen Sie mit mir einen Mann, mit dem Elke seit über einem halben Jahr ein Verhältnis hat. Und jetzt begrüßen Sie mit mir einen Mann, mit dem Elke seit über zwei Monaten ein Verhältnis hat. Das gibt ja schon einen Gruppenrabatt bei der Bahn. Also, das finde ich wirklich total unfair, Herr Kaiser. Elke, das ist Journalismus. Gerd, jetzt stimmt das Verhältnis ja wieder, ne? Also, mit all diesen Typen hast du dich nackig gemacht? Ja. Gerd, für die anderen war kein Platz im Studio. Nee, war ein Scherz, war ein Scherz. Gerd, kennen Sie diese Männer? Nein, aber der maskierte Mann kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, das ist Mario. Er trägt die Maske, weil er anonym bleiben möchte. Kann ich jetzt auch mal was sagen? Bitte, dazu sind Sie hier. Lassen Sie es raus, lassen Sie es raus. Was sagen Sie zu Elkes Eskapaden? Kleine, jetzt schau mir mal in die Augen. Wenn du noch kannst. Oder möchtest du dich schon mal probeweise hinknien, um Verzeihung zu flehen? Ne? Das hast du also die ganze Zeit getrieben, während ich Tag aus, Tag ein Stützstrümpfe und Seniorenwindeln an den Mann gebracht habe. Oh, komm! Also echt? Oder an die Frau, ja. Mit mir gevögelt hast, wolltest du sagen, oder? Es tut mir leid. Es tut mir ja so leid, mein Schatz. Aber das kannst du deiner Elke nun wirklich nicht zum Vorwurf machen. Genau. Ich musste mir vorhin auch deine Liebeseskapaden anhören. Jetzt bist du eben dran. Herr Kaiser, fragen Sie Mario, was Sie wollen. Bitte schön, bitte. Mario, ich frage Sie mal, wie fing das denn an mit der Elke? Ja, also das war schon ganz okay, ne? Ich meine, sie ist ja sehr direkt und ich meine, ich persönlich finde das ja sehr angenehm und sehr schön von Frauen. Also auf jeden Fall, sie wollte halt gleich mit mir Hubi-Bubi machen, ne? Mario, wo hat Elke das denn gesagt da? Wo wollte sie mit Ihnen da Abu Dhabi? Hubi-Bubi machen. Ja, Hubi-Dubi. Wo war das? In der Kneipe oder wo passiert einem sowas? Nee, auf dem Wochenmarkt. Ach, an der Würstchenbude, oder? Nein, beim Eiermann. Es ist schmutzig, aber interessant. Elke,
Sind Sie wirklich so rangegangen, mal ehrlich? Ja, mein Gott, Herr Kaiser, was sollte ich denn machen? Der Gerd war ja nie zu Hause und wenn er zu Hause war, dann war er immer müde. Hm. Ich meine, dann habe ich einfach die Dinge selbst in die Hand genommen. Hat sie, ja, hat sie. Gesundheit. Ja, da hast du's, Gerd. Sie hat dich betrogen. Von einem Bett ins andere ist sie gehüpft. Und ich habe noch nicht mal jemand anders angefasst. Moment mal. Sie haben doch erst mit Ihrem Freund Schluss gemacht, als Sie das mit Gerd klar hatten. Ja, schon. Ja. Aber den habe ich nicht einmal angefasst. Der ist viel zu verspielt. Also ich meine, mit dem kann man wirklich jede Menge Spaß haben, aber nicht im Bett. Aber das ist jetzt auch egal. Also ist egal, weil wir dann schneller vorankommen. Mario, hat Sie das denn nicht gewundert, dass Elke da so richtig rangegangen ist? Oh, wissen Sie, Herr Kaiser, das bin ich gewöhnt von den Frauen, ne? Ah, Sie wechseln also die Partnerinnen auch häufig, ja? Nein, regelmäßig. Ich meine, ich habe ja auch eine Frau zu Hause, aber ich denke mir immer, ja, was sie nicht weiß, kann sie ja nicht wissen, ne? Oder so ähnlich. Ich meine, Männer sind halt so, Frauen sind da anders, das ist halt so. Also das ist doch nicht wahr, Herr Kaiser, so geht das doch nicht. Ja, die schöne Hose. Ja, bitteschön, sagen Sie was dazu. Also die Leute, die tun ja alle so, als sei das vollkommen normal, fremd zu gehen. Also ich persönlich finde das abartig. Wenn man sich wahrhaftig liebt, dann muss man doch nicht fremd gehen. Das ist doch so, Matthias. Na komm, steh doch mal Matthias, auf. Ja, Matthias, sagen Sie auch mal was dazu. Ja, das habe ich Ihnen doch vorhin schon gesagt. Ja. Herr Kaiser, jetzt lassen Sie doch den armen Mann endlich mal in Ruhe. Ja, dann soll er sich auch nicht mal einmischen hier. So, wahr. So. Mario, machen wir mit Ihnen. Nee, ich sehe gerade, wir haben Anrufer in der Leitung. Hallo, hier ist TV Kaiser. Hallo, Herr Kaiser. Ja. Hier spricht Frau Schürmann. Ja. Ach, du Scheiße. Pass mal auf, Mario. Ja, dich meine ich. Oder besser, Wolfgang. Ich bin's, Yvonne. Du erinnerst dich? Wer ist das? Meine Frau. Wie hast du mich denn bloß erkannt? Du glaubst doch wohl nicht, dass ich dich unter so einer blöden Perücke, dass du dich da so verstecken kannst. Dich würde ich sogar erkennen, wenn du nichts anhättest. So, und jetzt hebst du augenblicklich deinen Arsch hierher, klar? Aber Hasi, jetzt bin ich doch endlich mal im Fernsehen. Und du kannst was erleben, du. Von wegen hier so wild rummachen mit den anderen. Aber Hasi! Nix da, du kommst jetzt sofort nach Hause. Und bring eine Pizza mit. Ja. Schade. Schade, schade, schade. Pizza hätte ich jetzt auch gern. Ja, Rammler, dann ab. Ja, Gerd, jetzt können Sie sehen, wo das hinführt. Sie können froh sein, dass Sie so eine erwachsene und vernünftige Frau haben, wirklich. Ja, die mit jedem anderen ins Bett geht. Und ich komme am Wochenende nach Hause und wundere mich, dass es einen Weichspüler gibt, der nach 10 verschiedenen Rasierwassern riecht. Hm. Aber trotzdem, ich will zu ihr zurückkehren. Das glaube ich nicht, echt. Na, ich liebe nun mal meine Kinder und meine Frau. Ich meine, mit dir, das war ja auch ganz okay, wir hatten eine Menge Spaß, aber... Spaß? Du hattest Spaß, ich hatte die Arbeit. Du hast ja so viel Ahnung irgendwie von gutem Sex wie ein Kaktus vom Rasieren. Meine Worte, Schätzchen, meine Worte. Tja, jetzt scheint mir die Situation doch ein bisschen verfahren. Können Sie helfen, Dr. Walter? Nun, das kann man nicht verallgemeinern. Also jetzt hören wir doch mal mit dem Psychogeschwätz hier auf. Das kluge Gerede bringt uns doch auch nicht weiter. Ich will zurück zu meinen Kindern, zu meiner Frau und zu meinem Job. Vergiss es. Hax? Ja, was tun Talk-Freunde? Jeder andere Talkmaster hätte seine Karten ins Korn geworfen oder wäre zum anderen Sender gegangen. Ich nicht, ich habe mich gut vorbereitet. Gerd, Elke, vielleicht können Ihnen die Menschen helfen, die schon immer Anteil an ihrem Leben genommen haben, ihre Nachbarn. Begrüßen Sie jetzt mit mir die Nachbarn von Elke und Gerd. Hier sind Christoph und Klausia Schäfen. Schönen guten Abend, Christoph, Claudia. Ja, wie sehen Sie die Situation? Können Sie da nicht ein bisschen auf die beiden einwirken? Ja nun, Herr Kaiser, ich möchte zuerst mal sagen, dass Gerd mein bester Freund ist. Mhm. Aber Gerd, ich habe wirklich lange an dir gezweifelt. Ich wollte dir schon die Freundschaft kündigen aufgrund deines fürchterlichen Verhaltens, jeden Sonntag das Auto zu waschen. Von Bettina mal ganz zu schweigen. Jetzt kommen Sie mal auf den Punkt. Nun ja, Gerd hat uns doch gezeigt, dass für ihn Begriffe wie Ehre, Familie, Moral weitaus wichtiger sind als Liebe, Triebe, Bubi-Bubi. Elke, ich kann einfach nicht vergessen, was er mir angetan hat. Glauben Sie mir, man kann vergessen. Ein Mensch kann vergessen, wenn er will. Nicht wahr, Dr. Walter? Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich Ihre Frage vergessen. Ja, kurz gesagt, das macht nichts. Ich sehe gerade, wir haben Anrufe der Leitung. Hallo, hier ist TV Kaiser. Ja?
TV Kaiser. Die Talkshow, wo die. Die Talkshow, wo voll gut ist. Kaiser? Ja. Oh, Talkshow? Jawohl. Oh, was ist denn das Thema? Mein Mann geht fremd. Fremdgehen? Mhm. Ja. Was soll ich denn dazu sagen? Ja, weiß nicht. Was haben Sie da so für eine Haltung? Haltung? Ach so, von übergebeugt, in der linken Hand das Telefon und mit der rechten. Ups! Und jetzt ist die letzte Haltung im Schuss. Tja, das ist live. Kann man nichts machen. Gut. Zurück zu Gerd und Elke. Claudia, was würden Sie denn vorschlagen? Sie sollten unbedingt in unseren Swinger-Club mitkommen. Ja. Swinger? Swinger, was für ein Club? Sehen Sie, Herr Kaiser, Claudia und ich, wir hatten auch unsere Krisen, ja? Sexuell gesehen. Ne? Ah. Aber der Swinger-Club, er hat uns wieder zusammengeführt. Wir sind wieder zusammengekommen. Was macht man da? Nun, Paare gehen gemeinsam hin, sie treiben es miteinander oder sie machen so lustige Spielchen wie heiteres Dildo-Drehen. Genau. Jeder mit jedem. Das bringt Abwechslung in die Ehe und Probleme wie Eifersucht und Fremdgehen tauchen überhaupt nicht mehr auf. Jeder sieht ja, wie es der andere treibt. Und die Getränke sind umsonst. Das klingt doch eigentlich ganz gut. Ja, ich finde auch, das hört sich eigentlich ganz gut an. Dass Ihnen sowas gefällt, das kann ich mir denken. Wieso? Wenn man damit Krisen und Langeweile überwinden kann, ist das doch gut. Meinst du? Glaubst du wirklich, dass ich nur zu meiner Frau zurückkehren will, weil mich das mit uns auf Dauer jetzt gelangweilt hätte? Vielleicht. Also jetzt werd bitte nicht rückfällig. Also meinst du, es bringt irgendwie was, wenn wir mal mit euch kommen? Ja, sicherlich, Gerd, das wird dich weiterbringen. Also ich fasse es nicht. Ihr beiden empfehlt meinem Mann mit euch und seiner Geliebten mit euch in den Swingerclub zu gehen? Also ihr seid wirklich nette Freunde. Danke, vielen Dank. Dankeschön. Also Elke, ich meine, der Gerd hat ja nun wirklich alles versucht. Du hast es doch so gewollt. Also das kommt doch gar nicht in die Tüte. Gerd, du kommst zu mir zurück. Und was ist denn mit den Kindern, dem Haus, dem Garten, dem Auto? Und den Schulden, ne? Kannst du schön behalten, ne? Bettina besorgt mir alles neu, nicht wahr? Ja. Da kann ich nur sagen, Zacka, ich hab gewusst, ich hab die richtige Entscheidung getroffen, als ich mit meinem Schnupfel Schluss gemacht hab. Tja, war es wirklich die richtige Entscheidung? Oder wird Schnupfel das noch zu verhindern wissen? Wir werden es erleben. Mir ist das auch mal passiert, vor 3 Jahren. Mensch, Trixi, hast du das eben mitgekriegt mit dem Swingerclub? Sei doch mal still, Kaiser. Der Marco hat Liebeskummer, weil seine Freundin ihn verlassen hat. Also, ich könnte das nicht. Zugucken, wie meine Freundin mit dem anderen rummacht? Nee. Toll, Kaiser. Der Marco hat Liebeskummer, weil seine Freundin mit dem anderen rummacht. Oh. Marco, das tut mir jetzt echt leid, wirklich. Aber denk immer dran, wir sind deine Freunde. Ja. Und jetzt komm. Komm mit raus in die Show und sing! Ah, er soll singen. Du willst also, dass er singt? Ja. Er kann überhaupt nicht singen. Ach Mensch, das weiß ich doch. Aber heute mache ich mal eine Ausnahme, hm? Hallo, Herr Moderator. Ich meine, er kann nicht singen, weil er vor lauter Liebeskummer seine Stimme verloren hat. Was denn hier los, hä? Des nächsten Showteils haben wir noch ein klein wenig Zeit. Und in dieser Zeit wird mein persönlicher Assistent, und heute möchte ich auch mal sagen, mein guter Freund, seinen neuesten Hit für Sie singen. Begrüßen Sie Marco Mommsen! Schnupfel! Bettina! Was machst du denn hier? Ich bin hier so zufällig... Bettina! Ach, Schatzi! Du darfst mich nicht verlassen! Seitdem du vor einer Woche mich verlassen hast, ne? Da flipp ich total aus. Ich habe schon vor lauter Verzweiflung die ganze Tapete von der Wand runtergekratzt. Und das sieht nicht gut aus. Bitte, bitte, komm wieder zu mir zurück. Ja, gut so. Bettina, du hast die schönsten Augen vom ganzen Fernsehen. Sehr schön, junger Mann. Und dein Mund. Sieht aus wie von Michelangelo gemalt. Hervorragend, daran solltest du dir mal ein Beispiel nehmen. Und deine Füße, die riechen noch nicht mal ein bisschen. Oh
Stefan, wie konnte ich dich nur verlassen? Wie konnte sie ihn nur verlassen? Aber Hauptsache, wir sind sie los. Nicht wahr, Schnupfe? Liebe Heinrich, liebe Sandrich, wir zwei bereisen diese ganze Welt. Oh, warte, bis du an meiner Türe stellst und du bezahlst alles mit deinem Geld. Das ist, was mir an dir gefällt. Ja, liebe Tollfreunde, so ist das Leben, so ist die Liebe. Heute kommt sie, morgen fährt sie und übermorgen überholt sie.